So, herzlich willkommen. Wir sind schon auf dem Weg dorthin, wo die Party gleich beginnt, nämlich hier in der Schule. So, Alkohol, Medicine and Forschungsmaterials. So, kämpfen. Okay, wir sneaken uns erstmal hier lang. So, wie gesagt, in der Hoffnung, dass vielleicht wir das wieder ohne Kampf schaffen. Wir hatten natürlich gerade mega Glück gehabt, da waren schon mal die ersten Gegner. Wir hatten natürlich gerade mega Glück. Dass wir die Gegner quasi nicht mal gesehen haben. Ah, die laufen da oben weiter. Bitte lass da das Buch drin sein. Oh Gott, Alter, wir haben so einen Luck. Ist ja unfassbar. Okay, wir kommen aber trotzdem nicht drauf. Komm, ganz ehrlich, dann suchen wir uns auch noch die letzten beiden. Wir werden ganz kurz einmal Heilung anwenden. Und dann suchen wir uns die letzten beiden Gegner. Oh, drei waren es, okay. Ja, aber Werwolf, Dämon und Schnitter, alles machbar. Man. Schön nochmal Erfahrung gesammelt. Ektoplasma, Felle, Schwefel, Dämonit, Medizin, Alkohol. Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet, wer der Dämon war. Puh, sehr geil. So, Lehm und Essen. Da würde ich auch noch gerne das Wasser mitnehmen. Wir haben zum Glück alle wieder mitgenommen. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen bei mir. Okay, bis jetzt haben wir, glaube ich, noch nicht einmal Schaden erlitten. Ne, sieht gut aus. Oh ja, der kleine Dämon läuft noch allein umher. Ich glaube, nur Lauren hat nochmal eins abbekommen, aber ansonsten war es okay. So, das können wir noch mitnehmen über einen Rückweg. Oder auf dem Rückweg. Das hätten wir auch nochmal mitnehmen können. Pass auf, gehen wir erst hier hin. Das ist auch noch okay. Ja, machen wir die beiden Sachen dann auch noch zum Abschluss. Ja, aber nicht automatischer Kampf. Wie gesagt, da habe ich ein bisschen Respekt jetzt vor. Bei den Gegnern. So, wir lassen sie erstmal sammeln. Wahnsinn. Da oben ist auch noch eine Truppe. Sehr gut. Hallo. Okay, easy. Dann hier hin. Dann zur Militärbasis und dann geht's nach Hause. Obwohl, das können wir ja. Komm, die drei Sachen machen wir noch. Wollen wir mal einmal... Oh, okay, das sind doch ein paar mehr als gedacht. Wie kam mir das auf der Karte? Nicht so viel vor. Übrigens, so in der Art möchte ich später auch bauen. Okay, ist natürlich clever, dass unsere Fernkämpferin ganz vorne läuft. Würde ich ehrlich gesagt auch nicht ganz vorne haben wollen. Ach, da hinten ist noch einer. Oh, den habe ich gar nicht mehr gesehen. Man verliert teilweise so ein bisschen die Übersicht. Sehr gut, 47 Wasser. 47, 11. Ja, Pfeile. Okay, Pfeile brauchen wir eigentlich gar nicht. Feuerkobolder. Ah, ich habe ein bisschen Angst mit Lauren. Deswegen will ich jetzt automatischen Kampf mal ausschließen. Geht ja schnell hier mal. So, da oben sind
erste Welle abgefrühstückt. Okay, das war ziemlich beschissen gemacht. So, aber das hier kriegen wir locker hin. Vielleicht werden wir auch mal ohne Lauren loslaufen. Lassen Lauren einfach mal hier oben stehen. Gehen wir nur zu viert los. Wobei das dämlich ist. Weil wir haben es ja, upsala, schon mal gesehen. Wenn dann die Gegner aus Versehen von irgendwo anders herkommen und Lauren da oben noch am Startpunkt steht, kann es aber passieren, dass du gleich abgefrühstückt wirst von den Gegnern. So, das war nochmal easy. Sehr gut. So, dann ab gen Heimat. Forschungsbuch abgeben und Basisforschung machen. Logistik. Damit wir einmachen. Stoff, Medizin, Expedition. So, ich würde auch auf einmachen zuerst gehen. Da werden wir wahrscheinlich aus Brot und Salat ein Sandwich herstellen können. Gehe ich mal fest von aus. Und Milan hat nochmal ein Level Up. Milan ist Nahkämpferin. Warum? Achso, okay. Treffsicherheit. Schnellere Heilung bei Milan. Fähigkeiten. Schaden. Satanist kann ausrüsten. Waffen kann ausrüsten. Fortgeschrittene Schusswaffen. Schutz. Fähigkeit beschützen. Scharfschütze. Ich will sie eher als Nahkämpferin haben. Gehen wir auf Nahkampf. Sie ist ja auch eh Kampfsportlerin. Da passt Nahkampf, glaube ich, ganz gut. So, dann knallen wir uns nochmal eine neue Riege Bäume hin. Because we can. So, Rüstung haben wir alle? Ne, Milan hat keine Rüstung. Schön, dass ich sie gar nicht ausgerüstet habe mit der neuen Rüstung. Klasse, super. Ganz stark. Die schwarze Kiste. Die Überbleibsel des einstigen Gipfels menschlicher Architektur liegen als schmerzliche Erinnerung an alles, das verloren gegangen ist, am Boden verstreut. Die Straßen einer einst blühenden Stadt sind mit schweren, staubbedeckten Ziegelsteinen und Glassplittern übersät. Ein Haufen Schutt neben einem verlassenen Gebäude erregt deine Aufmerksamkeit. Tatsächlich. Die Trümmer bergen ein Geheimnis. Eine schwarze, verschlossene Kiste. Die Kiste ist ziemlich stabil und das Schloss an seiner Vorderseite scheint einen beträchtlichen Teil ihres Gewichts auszumachen. Mit dem richtigen Werkzeug kannst du sie vermutlich öffnen. Ja. Sucht in dem Schrott, in eurem Schrott noch ein Werkzeug, um das Schloss zu öffnen. Jemand hat sich auf das Ende vorbereitet. Du findest eine Menge haltbarer Lebensmittel in der Kiste. Beim Einpacken der Vorräte fragst du dich, was wohl aus dem vorherigen Besitzer geworden ist. So, 5 Konserven. Können wir jetzt so als Nahrung quasi verbrauchen. Und werde ich auch einfach mal machen. So, da hat schon der erste gegessen. Das war, glaube ich, Astrid. Und zwar 3 verschiedene Nahrungstypen bringen Genauigkeit, Arbeitsgeschwindigkeit und Kartengeschwindigkeit plus 10%. Alles klar, jetzt dürfen wir auch keine mehr haben. Konserven. Doch, eine haben wir noch. Aber ihr seht, das geht sehr, sehr schnell runter, die Konserven. Okay, so. Ach, ich habe vergessen, vorher Schaden zu machen. Egal. So, plus 7 Schaden nochmal für alle. Also 7% Schaden. Das läuft doch. Lauren. Werden wir mal ganz kurz heilen, die gute Lauren. Allerdings nicht mit 7, sondern hier mit 4. So, wo ist Lauren? Ach, sie schläft gerade eh. Das ist ja glücklich, dass ich das gemacht habe. Aber es wird ihr einfach dazugerechnet. Sehr gut. Lauren ist wieder halbwegs oder fast fit. Astrid fehlt noch ein bisschen und Kralle hat noch 1-2 Schmarren. Aber Kralle wird jetzt auch schlafen gehen wahrscheinlich. Und dann ist er hoffentlich auch wieder halbwegs auf dem Damm. 105 Gesundheit hat er schon. Sehr gut. Gibt es da immer pro Level-Up auch Gesundheit, ja? Wer ist denn der Nächste? Die Anja könnte die Nächste sein. Aber wenn ich mir das angucke,
Könnte es tatsächlich so der Fall sein. Okay, Anja 85. Händler. Heilige Worte. Antike Manuskripte. Gibt beim Öffnen 100 okkulte Forschung? Nö. Flammpistole, auch geil. The Nagel Pistol. Die können wir tatsächlich schon kaufen. Elementarbombe, unwichtig. Vorschlaghammer, sehr teuer. Aber ultra gut. Nagelpistole. Hm. Schaden SPS 10-7. Sonja, ist sie auf Bogen spezialisiert? Oh ja. Und eine Nagelpistole zählt bestimmt nicht mehr als Bogen, oder? Pistole oder Werkzeug? Nee. Nee, nee, nee. Aber wie viel Metall haben wir? 74 aktuell. Okay. So, Kralle geht's wieder gut. Astrid geht's gut. Lauren geht's noch nicht gut. Haben wir eigentlich die Forschung jetzt schon gemacht hier? Ja, haben wir gemacht. Klar. So, dann würde ich hier als nächstes auf Sandwiches gehen. Weil das hier ist alles unwichtig erstmal. Und Steinhäuser. Ah, da brauchen wir wieder so ein Forschungsteam. Größer Einsatzteam, auch nicht unwichtig. Aber wir machen tatsächlich erstmal die Sandwiches und die Kühlbox. Aber dazu müssen wir erstmal weiter forschen. So, dann stellen wir nochmal her. Okay, zwei Fälle hätten wir noch übrig. Ganz ehrlich, wir stellen jetzt mal hier 1, 2, 3 von denen nochmal her. Ihr seid gut ausgestattet. Ihr braucht dann nur noch die Rüstung hier. Dann verbessern wir mal unsere ganzen unsere ganze Ausrüstung. So, Tag 21, okay. Forschung und so weiter geht alles hoch. Läuft, läuft, läuft. Wie Sau gerade. Ah, Wasser, okay. Müsste mal bald wieder einer Wasser holen gehen. Okay, Lauren ist auch wieder on top of the world. So, Astrid, was bringt dir das denn jetzt? Ich sollte mich da mal informieren. Auch das mit den Patrouillen, das gucke ich mir jetzt auch schon zum 20. Mal an. Gibt's hier eine Hilfe? Hilfe. Patrouillen. Rettungsmission, Aufmerksamkeit, Steuerung, Überleben, Forschen, Handwerk. Einsatzteams. Unwichtig. Rationieren, Boni, Kolonie, Verteidigung. Überlebende KI, Heilung, Rituale. Naja gut, das ist ja alles das, was wir schon gesehen hatten. Also was hier auch als Nachricht schon aufgeploppt ist. Und da war ja nichts mit Plündern, mit Patrouillen. Muss man das erforschen? So, logisch wäre es hier irgendwo bei Waffen. Hier, ne, Basis. Okay, ein Wachturm kann ich bauen. Beobachtungsposten. Überlebende im Inneren sind effizienter bei der Verteidigung. Ne, das ist auch nicht das. Warnung. Warnt, wenn sich Feinde nähern. Ermöglicht es Überlebende so, sich besser vor den Dämonen zu verstecken. Senkt Aufmerksamkeit, wenn er mit Überlebenden besetzt ist. Ja, okay. Marschieren, Kartengeschwindigkeit. Natürliche Heilungsrate, auch geil. Und herstellen macht wenig Sinn. Waffen macht eigentlich auch wenig Sinn. Kultes. Da brauchen wir ein Buch. Da brauchen wir auch schon Bücher dafür. Konzentrationsritual. Okay. Weitsicht und Adlerauge. Gut, machen wir erstmal das hier fertig. Schmerztalisman. Was bringt mir das?
Dunkles Artefakt, das Überleben hilft, Schmerz zu ertragen. Maximale Gesundheit plus 15%. Gar nicht mal so verkehrt. Was müssen wir dafür haben? Ektoplasma. Oh, wir haben 10 Ektoplasma. Wir können einen Hexenfluch herstellen. Schaden weniger. Dafür ist die Angriffsgeschwindigkeit höher. Reichweite und Genauigkeit auch. Zählt aber als Pistole und nicht mehr als Bogen. Naja, ungünstig. Arkangießerei können wir jetzt auch machen. Was haben wir hier? Glückskopfgeld. Neue Bäume. Regen. Ah, komm, wir können es ja mal machen. Das, was wir mal gesehen haben. Beschwören wir mal die Regengeister mit einem Regentanz. So, Anja läuft schon mal los und beschwört die Geister. Das dauert allerdings ein bisschen. Und dann haben wir hier ein bisschen Effektivität, Besserung bei den Bauernhöfen. So, was haben wir hergestellt? Wir haben jetzt Waffen hergestellt. Level up. Und ich glaube, wir haben auch Rüstung hergestellt, ne? Nö, haben wir nicht. Okay, warum haben wir keine Rüstung hergestellt? Weil uns die Felle fehlen. Eine Lederrüstung müssten wir aber haben. Jetzt ist er fertig. So, Evangeline, definitiv sammeln. Wir brauchen Wasser, Wasser, Wasser. Und dafür ist sie halt wirklich gut. So, hier, wunderbar, Minen und so weiter. Wo sind wir da aktuell? Ja, 140. Kann man akzeptieren, ne? Oh, Evangeline, sorry. Wollte ich jetzt nicht. Ist aus Versehen abgebrochen. Oh, sie wollte eh gerade was essen gehen. Na, das passt ja. So, da unten wird weiter beschwört. Wir kloppen noch mal ein bisschen Lehm weg. Steine haben wir noch 164. Ja. Na gut, hier den einen können wir wegmachen. Und den da auch noch. Ich glaube, da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das auch mache. Nächster Level ab für... Wir waren gerade aufgestiegen. Anja, ne? 85. Ich habe wieder nicht drauf geachtet. Kralle, 105? Okay, merken wir uns 105. Kulte Forschung. 105 für Kralle. Was macht er gerade? Kralle schlafen. Yoda-Meister sein von ihm. Haben wir jetzt hier die Sachen endlich mal hergestellt? Mann, Mann, Mann. Das dauert aber auch, wa? So, Ritual ist, naja, zu einem Drittel ungefähr fertig. Immerhin haben wir schon mal Leben abgebaut, so gerade. Also, 105. Gefühlt macht da gar keine Erfahrung damit, wa? Ah, doch ein bisschen. Wunderbar. Da wird noch am Kunden gearbeitet. So, machen wir die Ecke hier unten mal frei. Einmal frei machen, bitte. Ah, Rituale kann man nicht machen. Waffen sind wir durch, wie gesagt. Herstellen sind wir... Erstmal soweit fertig. Also einmachen. Da haben wir's. Sandwich und Kühlbox. Kühlbox ermöglicht es Überlebenden, mehr Nahrung zu speichern, was die Anzahl der Gruppe von Gegnern. Oh, Kundschafter, okay. Möchte ich mir ganz kurz durchlesen. Was die Anzahl der Gänge zur Küche reduziert. Maximale Ernährung plus 50. Okay. Brauchen wir Kräuter dafür, haben wir nicht. Und Sandwich aus Gemüse und Weizen.
haben wir hier auch 75 und... Was haben wir? 75 und 100? 125. Ja, und dann tut's mir aber leid. Wir müssen weiter die Sachen anbauen. Leider nochmal vier Sachen bauen. Denn wir werden jetzt exorbitant viel Weizen und Gemüse brauchen. Das wird zwar den Wasservorrat auch nochmal schön in die Höhe treiben. 105. Okay, Gesundheit geht nicht hoch automatisch. Kralle macht weiter Abbau und am Ende wird er Werkzeugspezialist. Chance auf doppelten Steinbruchertrag. Werkzeugspezialist. Kann ausrüsten, Werkzeugwaffen. Oh, okay. Patrouillieren. Was ist ein Kralle? Handwerker. Ach, Anja ist auch aufgestiegen. Ach so, beide sind aufgestiegen. Okay. War grad ganz kurz verwirrt. Wir machen mal kurz hier bei ihr patrouillieren. So. Anja kann patrouillieren. So, Kralle, Fähigkeit. Handwerker. Mehrfachherstellung. Chance auf doppelten Handwerksertrag. Absolut. So, und Anja kann jetzt angeblich patrouillieren. Wie kann ich ihr sagen, sie soll patrouillieren? Anja, 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 wo ist sie? Anja, 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 meine Liebe. Fähigkeit, Priorität. Anja patrouilliert. Beobachtungsposten patrouillieren. Bevorzugt von Kämpfer, Verteidiger, Kundschafter. Beobachtungsposten patrouillieren. Ach, da brauche ich wirklich diesen Beobachtungsposten dafür. Der hier unten irgendwo kam. Wo war denn das Teil? Hier, Frühwarnung. Okay, dazu brauche ich nochmal einen Bau, einen Bug. Ach Gott, Alter, wir müssen gleich bald nochmal los und nochmal einen Bug holen. Aber erstmal kümmern wir uns schnell um die Kundschafter. Was haben wir denn gerade für eine Aufmerksamkeit? 87%, naja gut. Können wir uns nochmal ein kleines bisschen Zeit erkaufen. Bevor die nächste Welle kommt. Und ich überlege auch einen zweiten Brunnen anzuschaffen. Damit wir einfach mehr Wasser herstellen können. Wir müssen unbedingt auf den Schnitter zuerst gehen. Okay, die sind einfacher. Ah, noch ein Schnitter, okay. Ah, guten Mühe haben wir kassiert. Aber alles gut. Ektoplasma. Ganz kurz, haben wir hier irgendwo Wasser zufällig? Irgendwo? Hier haben wir ein bisschen Wasser. Wir gehen mal schon mal wieder auf die Karte und bauen auf jeden Fall mal einen zweiten Brunnen. Und den setzen wir mal hier unten dazwischen. So, Kampf, wa? Ja. So, ach, ne, wir laufen mal hier hinten rum. Da unten waren die Gegner. Fire Kobold. Und hier hinten waren, glaube ich, noch welche. Ja, da ist noch mal einer. Oh, Kobold, ein kleiner. Ach, großer Dämon kommt auch noch. Oh, fast schadlos überstanden, die Sache. Da wollte ich aber eigentlich hin. Mich da verklickt, oder was? Automatische Bewältigung. Oha, ohne Schaden. Krass. Hier war, glaube ich, auch nochmal Wasser, genau. Da ist auch noch Wasser. Komm, wir gehen erst dahin. So, auch nochmal automatisch. Okay. Ohne Schaden zu nehmen.
Das können wir hier eigentlich alles abfrühstücken mal. Die drei machen wir noch und dann gehen wir wieder nach Hause. Alter Schwede. Warum mache ich das eigentlich manuell? Wenn die so überragend gerade alle drauf sind. What? Nächster Kampf ohne Schaden zu nehmen. Okay, Milan hat's Mühe erwischt. Hier sind schon ein paar andere Gegner. Das machen wir aber auch nochmal schnell weg. Und der geringe Dämon kann uns vielleicht ein bisschen Schaden zufügen. Ja, aber auch minimal nur. Super ist das ja. Das ist ja ganz klasse. Ganz großartig hier. Wirklich, wirklich. Da freut man sich richtig. Ja, komm, machen wir das hier auch noch weg. Und die Kirche machen wir da auch noch weg. Ah, was soll's. Scheiß drauf. Ich glaube, einen Treffer hat Milan kassiert. Okay, und dann machen wir hier auch mal automatisches Kämpfen. Höllenhunde, Werwölfe. Gut, Feuerkobold und geringer Dämon, die sind easy. Die haben ein kleines bisschen mehr drauf. Wobei die Höllenhunde ganz ehrlich auch easy sind. Ja, ganz minimaler Schaden nur. Geil, Alter. Also wirklich geil. Da freue ich mich gerade ein bisschen. Sehr gut. Was sagt der Loot? 234 Wasser. Sehr schön. Da freut sich das Looterherz. Und wir haben fast keinen Schaden erlitten. Milan, Astrid, Kralle. Kralle sogar nur ein Stückchen. Astrid und Milan auch nur ein kleines bisschen. Das ist tatsächlich sehr gut gelaufen. Wir haben Wasser wieder ohne Ende. Schrott sind wir schon bei knapp 600. Also zum Handeln perfekto. Ja, so kann es ja weitergehen in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Ich freue mich. Hoffe ihr auch. Und dann sehen wir uns hier zur nächsten knorkigen Folge hier wieder. Wa? Übermorgen ist die Anzeige. Ich freue mich. Haut drin. Tschüssi. Tschüssi Kowski. Adieu.